Wichtig, mit dem siebenzeiligen Lied zu beginnen. So I'll run through that because it has a profound level of meaning that is extremely helpful in terms of silent sitting. Und ich werde das jetzt durchgehen, weil es eine sehr tiefgründige Bedeutung hat, die hilfreich ist als Unterstützung für die stille Sitzmeditation. So, Hung Ögyen Yulgi Nupchan Sam. Hung Ögyen Yulgi Nupchan Sam. So, this Hung, the first syllable, this is the seed syllable of Padmasambhava. Hung, die erste Silbe, ist die Keimsilbe von Padmasambhava. So we begin with this syllable as the seed of what's to grow from that seed. Wir beginnen mit dieser Silbe als Keim, die also quasi der Grundstock dessen ist, was dann aus ihr wächst. Now Ögyen, or in Sanskrit Udyana, is the birthplace of Padmasambhava. Ögyen, oder in Sanskrit Udyana, ist der Geburtsort von Padmasambhava. No one can really agree where this place is. Niemand kann sich darauf einigen, wo dieser Ort genau zu finden ist. There are various different ideas that range from Afghanistan to Bengal. Es gibt die verschiedensten Ansätze von Afghanistan bis Bengal. Our particular view is that it was Afghanistan. Unsere spezielle Sicht ist, dass es Afghanistan war. This is partially for from reasons of research and reasons of the teachers I've had who indicated this. But one of the most profound things for me was in 1975, when I came back from India, I decided that I needed to take this overland trip. It was fashionable at the time, that's my only excuse, and I thought, right, I'll do this. And I was very glad I did, because I went to Afghanistan and I saw these fantastic Buddha statues that have now been destroyed, so I was always very glad I did that. Warum wir jetzt Afghanistan als Ögyen betrachten, hat verschiedene Gründe. Einerseits beruht es auf unseren Nachforschungen und auch auf Hinweisen, die wir von unseren Lehrern bekommen haben. Und andererseits geht es zurück auf meine Rückreise aus Indien 1975, als ich beschlossen hatte, den Landweg zurückzufahren. Das war damals Mode und ich bin sehr froh, dass ich dieses Abenteuer unternommen habe, weil ich so auch die riesenhaften Buddha-Statuen sehen konnte, die mittlerweile ja leider zerstört wurden. And when I was on the little bus that was traveling out to Bamiyan, where these statues are, I found myself sitting next to Padmasambhava. Und als ich in diesem kleinen Bus saß, der nach Bamiyan fuhr, wo also diese monumentalen Statuen damals standen, saß ich im Bus neben Padmasambhava. And I looked round and everyone else was Padmasambhava too, all the men. They all had the nose. Und ich habe mich umgeschaut und alle anderen Männer waren auch Padmasambhava. Sie hatten alle diese Nase. So you see, when you see a statue of Padmasambhava, a nice one, he's always got this particular nose that's different from other people's noses. It's very much an Arab nose, you know. Wenn ihr euch eine gute Statue von Padmasambhava anschaut, dann werdet ihr bemerken, dass Padmasambhava immer diese sehr spezielle, bisschen arabische Nase hat, die anders ist als andere Nasen. And I was pretty convinced that he must have come from this area to have this nose, because other people don't have a nose like that in India. Und das hat mich überzeugt, dass also aus dieser Region kommen musste, weil die Männer dort diese Nase hatten. So, Ögyen then is somewhere. Nupchan Sam means the northwest. Ögyen ist jetzt also irgendwo, Nupchan Sam heißt der Nordwesten. And this is somewhere around maybe the Karakoram Mountains or west of the Karakorams. In fact, there's one state in Afghanistan that's called Ögyen. Und es ist jetzt irgendwo bei Karakorum oder
oder auch westlich von Karakorum, es gibt da auch tatsächlich einen Staat in Afghanistan, der heißt Ögien. Now, the interesting thing about Ögien is that it's very hard to find it on a map. Das Interessante an Ögien ist, dass man es nur, also sehr schwer auf einer Karte finden kann. Because it's at the end of everywhere. Weil es am Ende von überall ist. So you'll get a map of this area and it's in the top left. You'll get a map of another area and a bit of it's in the top right, or the bottom left, or the bottom right. And you'd have to cut an atlas up and put it together to find that area. Es ist auf einer Karte vielleicht im oben oberen linken Eck und auf einer anderen im oberen rechten Eck und woanders dann wieder links unten oder rechts unten. Man müsste verschiedene Schnipsel zusammenkleben, um es irgendwie zu lokalisieren. So it's southeastern Russia, southwestern China, Mongolia, it's the very north of India, the north of Pakistan and the northeast of Afghanistan. And that is still the remotest, most unoccupied area in the world, apart from Antarctica. Es ist also der Südwesten von Russland, der Südosten von China, der Nordwesten von Indien, Afghanistan, also immer noch das entlegenste besiedelte Gebiet, abgesehen vielleicht von der Antarktis. Now, at the time of Pelmasambhava, although it was a fairly deserted area, it was quite a busy crossroads. Zur Zeit von Padmasambhava war das jetzt, obwohl es ein relativ verlassenes Gebiet war, doch eine Art Kreuzung vieler Wege. Which is called the Silk Road. Nämlich der Seidenstraße, also der Wege, die alle Seidenstraße genannt wurden. And there were camel caravans that were traveling through this area from one area to another all the time. Und es gab Kamelkarawanen, die da von den verschiedensten Richtungen immer wieder durch diese Gegend durchgereist sind. So it was quite a melting pot of cultures. Und deswegen war das ein Schmelztiegel der Kulturen. So there was pre-Islamic Sufism there. Es gab dort pre-islamischen Sufismus. All kinds of shamanic traditions. Verschiedenste schamanische Traditionen. There was Hinduism, Buddhism, there was Zoroastrianism, there was everything was in that area. Es gab Hinduismus, Buddhismus und auch Zoroastiker, also alle möglichen Religionen der damaligen Zeit. Now, the interesting thing is that in terms of Ögien, if you think of this wild, empty space, wenn ihr jetzt in Bezug auf Ögien an diesen wilden leeren Raum denkt, through which caravans pass, durch den Karawanen ziehen, what does that sound like? Wonach klingt das? In terms of human experience. In Bezug auf menschliche Erfahrung. Silent sitting and thoughts. Yeah. So it's mind and what moves in mind. Also der Geist und das, was sich durch den Geist bewegt. So Ögien then is the nature of mind. Ögien ist insofern die Natur des Geistes. It's a place, but it's also an expression of the nature of mind. So Padmasambhava was born from the nature of mind. Es ist also ein Ort, aber auch die Natur des Geistes. Und so ist Padmasambhava geboren aus der Natur des Geistes. And so this interesting thing about these caravans is that they're just moving. They move through. They don't stop anywhere. Das Interessante an den Karawanen ist, dass die einfach durchziehen. Die sind immer in Bewegung und bleiben nicht stehen. They're not making their home in this big empty space, although it is their home while they pass through it. Die erwählen sich diesen großen leeren Raum nicht als Heimat, obwohl er temporär zu ihrer Heimat wird, während sie durchziehen.
So all kinds of things. There are honest traders, there are thieves, there are smugglers, there is everything is passing through here. Und da bewegten sich allerlei Wesen und Kreaturen. Da gab es die Händler, die Diebe, die Schmuggler, alle möglichen. They all have one thing in common, and that is that they pass through this space. Und sie haben nur eines gemeinsam, nämlich dass sie sich durch diesen Raum durchbewegen. The last person who did that in a teaching of mine, I had them dragged outside and beaten. No, I'm lying. Die letzte Person,